Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Tauschpaket für dich, ein Unboxing von einem Tauschpaket. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Jana und ich, das ist ja die Jana vom Kanal White Swan Beauty, verlinke ich die unten in der Infobox. Wir machen ja so mindestens zu jeder Jahreszeit ein Tauschpaket und ja, wir haben Sommer und da haben wir uns überlegt, Summer of 2019, also quasi, was braucht man so diesen Sommer oder was ist diesen Sommer angesagt? Und dafür hat sie mir dieses Paket hier geschickt, das habe ich hier und ich bin irre gespannt, das aufzumachen, denn Jana ist wirklich so ein unfassbar, also wirklich geiler Mensch, ne? Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir tauschen uns aus und sind uns in sehr vielen Dingen wirklich sehr ähnlich. Also da haben wir schon einiges herausgefunden, das ist echt witzig. Und ja, da bin ich echt gespannt, was Jana mir geschickt hat. Wenn du wissen möchtest, was ich Jana geschickt habe, dann schau einfach mal unten in die Infobox, da verlinke ich dir auf jeden Fall mal das Video von ihr. Und ja, los geht's. Natürlich haben wir ein Budget festgelegt, aber ich finde immer, Budget ist immer eher so eine Richtlinie. ja, also klar, ne, man muss halt eine Grenze, einen Wert festlegen, damit das Ganze nicht überhand nimmt. Aber man sollte halt sich nicht zu fest darauf immer festlegen, finde ich. Ich mach's nicht. Dann hat man vielleicht noch irgendwas da, wo man denkt, ach, das wäre doch auch ganz cool oder so. Und dann packe ich das auch noch mit rein und weiß ich nicht. So, das ist übrigens eine Trend Raider Box und Diana, die öffnet auch immer diese Trend Raider Boxen. Schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Das ist super interessant, was da in den Boxen immer drin ist. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und es kommt so ein richtig schöner, sommerlicher Geruch aus dieser Box raus. Mega toll. Als erstes habe ich hier eine Karte, da steht für Claudi drauf. Das bin ich. Oh, das ist eine schöne Karte mit einem Elefanten und Pfingstrosen und Hibiskusblüten. Mega schön, orientalisch, gefällt mir richtig gut. Liebe Hashtag Schwester im Geiste. Oh ja, das ist... Leute, ihr wisst gar nicht, wie ähnlich wir uns sind. Das ist Wahnsinn. Es ist endlich soweit. Let the show begin. Bam! Das wird unser Sommer, Schnecki. The Summer of 2019. Oh ja. Und dazu passend gibt es ganz viele sommerliche Produkte zum Testen und Verlieben. Ich bin wieder mega gespannt auf deine Reaktion und umso mehr gespannt auf dein Paket. Viel Spaß beim Auspacken. Dicker Knutscher, deine Jana White Swan. Danke, liebe Jana. Oh, ich freue mich. Das sind auch ganz viele Flamingos und Hello Summer und so. Und ach, es ist eine schöne Karte, wirklich. Ich fange einfach mal mit dem ersten an, was hier oben liegt. Da ist ein Flamingo drauf und ein Blatt. Und hier hinten steht drauf, das Leben genießen an warmen Sommerabenden. Hier haben wir eine Serviette drumherum. Du hast Servietten genommen, ich habe, glaube ich, Zebra genommen. Und hier, ja, bitte. Oh, geil, von Triacomoon, das Papaya Summer Körperpeeling. Richtig geil. Enthält natürliche Kiwisamen. Ach, geil. Blütenkränze und... Ich bin ganz aufgeregt, Leute. Blütenkränze und bunt bemalte Wangen. Festivals, wo Hippies unterm Himmel träumen und fremde Gummistiefel tragen. Ja. Lass uns aus der Stadt verschwinden und die Abendsonne fangen. Oh, mit Papaya und Kiwisamen, Leute. Riechen wir das? Oh, das riecht richtig schön fruchtig. Mm. Nom, nom, nom. Das riecht wie so ein richtig leckeres Wassereis. Danke. Jana, das ist cool. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das sind richtig Kiwisamen, ne? Mega, diese schwarzen Punkte. Ho, mega, mega, ich freue mich. Das nächste Päckchen darf bei uns ja nicht fehlen. Es sind garantiert Masken. Jana und ich, wir sind also wir sind nicht Masken-crazy oder verrückt, wir sind Masken-Freaks. Das ist... Wir haben einfach viel zu viele davon. Und hier haben wir drin Secret Nature. This rose mask sheet with Yeyu plant extracts makes your skin moist and enables you to have a healthy looking glow all day long. Okay, das ist eine Rosenmaske, die Feuchtigkeit spendet und Glow verleiht. Und die sieht ja super schön aus. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Mega. Nochmal Yeyu. Pollution Proof Luminous Mask Brightening and Dust Repelling. Ach, guck an. Auch das wieder eine Tuchmaske, die wirklich schön Feuchtigkeit spendet, die das Gesicht zum Strahlen bringen darf. Das ist auch Yeyu. Was ist Yeyu? Das kenne ich nicht. Essential Calming Mask, Hashtag Hüge, Hashtag Ocalm, Hashtag Lagom, Hashtag
Lullaby, aha. Feel every sense of you. Rest every sense of you, aha. Das ist wohl mit Orange oder mit Blutorange? Mit Grapefruit, okay. Ist hautberuhigend. Okay, das kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Schön nach dem Sommer, ne? Nach dem Sonnenbad kann man die benutzen. Und von M. Asam, Vino Rose. Super, davon habe ich die Nachtcreme. Hautglättende Gesichtsmaske mit hochkonzentriertem Vitamin E. 33% glattere Haut nach der ersten Anwendung und regeneriertes Hautbild. Das sind so zwei Anwendungen. Das ist auch super. Danke, Jana. Coole Sache. I Heart Summer. Frische Brise. Okay. Ein Deo. Ja, mega gut. Von Dove, Limited Edition Summer Breeze, 0% Aluminiumsalze, tägliche Frische. Mega. Deo ist immer gut, ne? Gerade jetzt bei dieser Jahreszeit braucht man das. Mit Apfel- und Magnolienduft. Leute, ich bin mal so frei und sprühe mir das mal drunter. Wir sind hier ja ganz unter uns, ne? Oh, das riecht echt gut. Oh, du hast dieses Fruchtige vom Apfel. Und dieses Blumige von der Magnolie. Und das ist ja echt geil. Summer Breeze. Mm. Danke, das ist ein tolles Produkt. Ja, ich habe es auch gerade echt gebraucht. Danke. Ein wenig Limonade schadet nie. Okay, da ist aber jetzt... Ist da Limonade drin? Ja, Leute, dafür ist es immer gut, wenn man sich von Douglas auch die Geschenkverpackung mitgeben lässt, weil dann kann man die weiter verschenken. Super, mache ich auch immer. Einfach fünfmal eingepackt. Nein. Es ist einfach eine Palette. Oh, du Verrückte. Von Maybelline Lemonade Grace. Craze. Guckt euch die mal an. Die sieht ja interessant aus, ne? Das sind viele warme Töne. Dann hast du sehr viele helle und schimmernde Töne. Oh, sowas liebe ich ja. Und oh, guck mal, dieser Orangeton, der ist ja auch interessant, ne? Das ist kein Senfgelb. Das ist halt so ein richtig Limonen-Orange. Geil, damit schminke ich mich. Dankeschön, das ist cool. Oh, ich hasse es. Wieso macht ihr immer alle Paletten so zu? Bei denen will ich echt mir mal angucken. Das sind sehr kleine Fännchen. Oh, Baby. Guckt euch den mal an. Den auf dem Auge. Krass. Ja, natürlich hier Eispop, den nehme ich mir auch mal. Oh, das sind schöne Töne. Dann nehme ich hier oben den Sugar Coated. Das ist so ein bronzeschimmernder, geiler... Wow. Und Main Squeeze. Diesen ganz hellen Schimmerton, den man garantiert auch als Highlighter nehmen kann. Oh, das sind schöne Sachen hier, du. Ich mach so. Das sieht doch schon mal ganz geil aus. Damit ein Look. Baby, baby, baby. Das funktioniert. Ja, cool. Danke, Jana. Next one. Das macht immer so viel Spaß mit Jana, ne? Weil die Produkte passen einfach. Sie trifft immer in Schwarze. Duft nach Sommer, hat sie geschrieben. Oh, bist du geil. Michalski Berlin Summer, das ist die Limited Edition, das ist ein Parfüm, Leute. Oh. Eau de Parfum for Woman. Geil. Ich hole mir tatsächlich auch meistens im Sommer irgendwelche Düfte. Oder ich hole mir im Winter die Sommerdüfte, die dann im Sale sind, weil ich mag vor allem Sommerdüfte, auch im Winter. Ich mag dieses blumige, mädchengeile Gedöns. Oh. Sieht ja cool aus, oder? Dieses Ombre-Look-Gedöns. Schön. Ich habe heute noch nichts drauf, dann kann ich mir das drauf sprühen. Ich wollte es gerade schütteln, ne? Sanft. Oh, das riecht so ein bisschen wie so ein Duft, den ich damals als Teenager hatte von Puma. Oh, das riecht mega schön. Aber das hier riecht noch ein bisschen ein Hauch süßer, ein Hauch mehr ins Blumige. Oh. Ich möchte darin bitte baden. Oh, geil. Oh. Danke, Jana. Das ist echt schön. Oh, riecht der gut. Das ist der Sommerduft, ne? Summer. Heißt ja auch Summer. Hm. Vielen, vielen Dank. Echt schön. Das nächste musste ich mir auch holen. Okay, cool. Was ist das? Das ist wieder eine Palette oder sowas. Das ist so, ne, eckig fest hier drin.
Oh, das Papier. Sieht das nicht hammergeil aus? Gut verpackt. Ja, wir haben dazugelernt, ne? Es ist irgendwann mal ein Highlighter kaputt gegangen, als ich ihr ein Tauschpaket geschickt habe. Und das ist dann echt schade. Geil! Die wollte ich mir holen, war aber online ausverkauft. Von Rival de Lupien. Das ist dieser ultimative Bronzer. Mega cool. Danke dir. Leichter Bronzer mit Kokosduft zaubert ein natürlich gebräuntes Finish auf Gesicht und Dekolleté. Für einen makellosen Teint dank spezieller HD-Pigmente. Passend für helle und dunkle Hauttypen. Danke. Geil. Den wollte ich mir echt holen. Wann habe ich... Gestern oder vorgestern habe ich nämlich tatsächlich meine Bestellung aufgegeben bei Rossmann Online, weil ich von Wet n Wild die Kollektion mir gekauft habe. Und weil ich darüber auch ein Video drehen wollte und so. Und da hatte ich den ja auch gesucht, aber der war ausverkauft. Und so hast du ihn gekriegt, ne? Oh, geil. Ich mag zwar nicht so gerne Kokosduft, aber was soll's. Das geht. Es riecht einfach süß. Es riecht wie ein Bounty, ne? Aber der sieht so geil aus. Riesig. Der ist weich. Boah. Der ist schön. Der wird geswatcht. Hier. Da. In der Mitte. Ja. Der hat einen leichten Schimmer. Ganz, ganz leicht. Den will ich ausprobieren. Ich freue mich schon, wenn ich ein Video drehe, wo ich neue Produkte von Jana ausprobiere, ne? Oh, Jana, danke. Superfruits. Mit Kokosöl. Das heißt, er ist dann auch in dem Sinne so ein bisschen, deswegen ist er auch so weich, ne? Angenehm. Schön. Danke. Hier steht drauf Summer. Ein wenig Abkühlung bei den warmen Temperaturen. Ist das ein Tee, den man zum Eistee machen kann? Ja. Wird gleich direkt gemacht. Sehr gut. Von Teefee. Himbeere, Früchtetee mit Himbeeren. Süß. Zuckerfrei. Da mache ich mir einen schönen Eistee von. No. Das ist eine echt gute Geschichte, weil dann trinkst du auch mehr Wasser, du nimmst mehr Flüssigkeit zu dir, wenn du eben solche, ja, Mittel halt reinpackst, ne? Also das sind jetzt ja einfach Teebeutel, kannst du garantiert auch warm trinken, aber in kalt ist ja doch bestimmt auch super lecker, ne? Dankeschön. Ach, Jana, es ist wieder rosa. Liebe geht bekanntlich durch den Magen, auch Sommerliebe. Hä? Okay. Ist irgendwas zu essen. Oh, diese Sticker da drauf, die sind so schön. So eine Melone. Von Katja Sommerliebe mit Joghurt und 6 Vitaminen. Ja, geil! Und da sind Melonen drauf. Melonen sind toll. Oh! Nom! Moment. Ich habe hier ein Flamingo. Und Ingo Flamingo wird nun vernascht. So rum ist er, glaube ich, besser zu sehen, ne? Lecker. Oh, danke. Ein Pinsel für deine Sammlung. Von Rival de Lupien. Powder Brush. Der ist schön, oder? Der hat ein cooles Design. Ich möchte ihn aus seiner Verpackung befreien. Ja, Rival de Lupien hat ja auch ein neues Sortiment, aber da bin ich leider noch nicht zugekommen, mir das zuzulegen. Und ich glaube, dass der auch mit in diesem Sortiment mit drin war. Richtig geil. Die sind ja auch immer so schnell weg, ne? Wenn man nicht schnell genug ist, dann hat man halt nicht die Chance, sich diese Schätze zu holen. Und wenn man dann eine liebe Kollegin hat, die da ja, die Zugänge gelegt hat, ich weiß es nicht, wie man das sagen soll, dann bekommt man das auf diesem Wege zugeschickt. Dieses Täschchen ist süß, aber braucht man ja nicht. Ich habe die ja bei mir immer in den Boxen drin. Ach, guck mal. Ist der weich? Der ist schön. Und das soll ein Powder Brush sein, glaube ich, ne? Powder. Ja, kannst aber auch super Rouge mit auftragen, aber der ist halt vorne so ein bisschen flacher. Ich weiß nicht, ob das am Pinsel selber liegt oder ob das daher kommt, dass er aus der Verpackung kommt. Dann kannst du super Puder auftragen. Danke, Jana. Der ist schön, der ist rot. Da sind Ananas drauf. Oh. Mann, 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 Mann. Danke. Ja. Von Rival de Lupien, die Superfruits LE. Hat sie scheinbar noch ergattern können. Da hast du hier einmal diese Melone außen drum zu. Und da drin sind auch zwei hübsche Produkte. Und dann machen wir mal hier die Melone auf. Oh, das Täschchen ist so süß. Guckt euch das mal an. Das ist wundervoll. Oh, ich stehe auf sowas. Echt.
Zum einen haben wir hier eine Mascara mit Himbeerextrakt. Oh nein. Oh, die riecht bestimmt gut. Die Mascara mit Himbeerextrakt trennt die Wimpern perfekt dank präziser Bürste und sorgt für sichtbare Verlängerung. Okay, so sieht die Verpackung aus. Ist das nicht hübsch? Da sind das Himbeere drauf. Oh, das ist ein Gummibürstchen. Das ist schon mal sehr freundlich. Hat die einen Hauch von Himbeeraroma? Ich habe jetzt das Parfüm drauf. Es riecht gerade alles fruchtig bei mir, ne? Aber das ist schön. Oh, Jana. Ich freue mich. Richtig toll. Und das bisschen, jetzt habe ich wieder weg, ich bin ganz verwirrt hier. Das ist vorne auch noch irgendwie so flexibel, ne? Aber nicht zu sehr. Ja, die wird ausgetestet. Ich freue mich schon drauf. Danke. Richtig toll. Dann hast du mir hier noch so ein Pöttchen mit reingelegt. Fruchtige Lippenbutter mit Erdbeerduft. Ja. Superfruits Lip Balm von Rival de Loop. Solche Döschen sind immer für uns Gelnägelträger immer nur für einen gewissen Zeitraum möglich zu nutzen. Aber Hammer. Guck mal. Es ist richtig schön rot. Hat einen leichten Duft nach dieser Erdbeer. Oh, der ist aber schön weich. Hm. Jetzt habe ich den auf den Lippen. Man sieht ihn nicht wirklich, also das ist halt wirklich ein Lip Balm, also ohne Farbe. Und vom Duft her, vom Geschmack her, hat den dezenten Erdbeergeschmack, ganz dezent. Aber ich habe gerade auch Katjes gegessen, da ist alles ein bisschen... Ja, habe ich gut gemacht in dieser Reihenfolge. Das muss man mir lassen, das habe ich gut durchdacht. Das freut mich echt, dankeschön. Ach, da kann ich auf jeden Fall gut was schminken, ne? Ich habe hier schon das Letzte. Ich will es noch länger haben. Okay, hier haben wir das letzte Päckchen drin. Sommerverliebt. Ich glaube, hier ist etwas drin, was ich hier auch reingelegt habe. Oh, Jana, wir sind manchmal so geil. Dann packen wir uns einfach das identische Produkt mit ins Tauschpaket. Bist du geil. Ja. Genau, das hast du auch in deinem Paket, meine Liebe. Ja, das ist das Duschgel Sommerverliebt von BB mit Rhabarber. Und das ist ein fruchtiges Duschgel mit frischem Rhabarberduft und eine Special Edition. Und ja, es ist halt einfach ein geiles Sommerprodukt, das stimmt. Das ist geil. Ich hatte das in ihrem Haul auch gesehen und dann hatte sie halt auch das für sich geholt. Da habe ich mir gedacht, Mist, jetzt hat sie es doppelt, weil ich da schon die Sachen eingekauft hatte. Habe ich auch dann geschrieben, ah, bitte sei nicht böse, falls du das ein oder andere Produkt dann doppelt bekommst. Okay, geil. Sie hat es für mich geholt, das konnte ich ja nicht ahnen. Geil. Ja, das riecht wirklich sehr, sehr sommerlich, sehr angenehm. Fruchtig. Geile Sache. Danke. Es ist schon leer. Ich hätte gerne so ein Never-Ending-Jana-Paket. Das wäre ein Träumchen, oder? Es ist ja bald Herbst, ne? Oh ja, Jana, wir sind wirklich Schwestern im Geiste. Denn irgendwie jedes Teil, jedes Detail, alles, alles, das passt einfach. Du machst mich mit jedem, was du so mir schickst, echt immer wieder glücklich und happy. Und ich krieg gerade dieses Dauergrinsen nicht aus meinem Gesicht und meine Wangen tun schon weh. Au. Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, dass auch dir die Produkte gefallen, die ich dir geschickt habe. Ich bin auch ultra gespannt. Und ja, während ihr quasi dieses Video seht, sehe ich gerade das Video von der lieben Jana. Und ja, bin sehr gespannt. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!